by the statement. Police are still investigating a motive. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farooq Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasa you not take me with you, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. Now! It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. Over! What is this, Kernia? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that thought. Fuck you, asshole! I will patrol ahead. Military Cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. AT3-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. Wir sind mal wieder dabei, was zu zerschnetzeln. So. Gleich mal hier zwei auf einmal. Sehr gut. Und den nächsten hinterher. Ja, der Junge ist immer noch am Leben, wie man gesehen hat. Ich denke mal, wir haben alle Kinder gerettet. Denn immerhin hat Jack ein Herz für Kinder. Sonst würden wir hier nicht gerade diese höchst illegale Aktion machen. Na komm, ein paar Teile gehen noch. Wow, 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 wow. Der ging daneben. Und hier drüben kommt die Verstärkung schon. Oh,
Und hier gleich die nächsten hinterher. Immer schön gucken, dass die Energie voll bleibt. Organhandel mit Kinderorganen. Schon irgendwie eine krasse Sache, finde ich. Alles klar, wen haben wir noch? Den hier, so ein Dicker hier noch. Aber wenn wir den hier besiegen, hätten wir einen perfekten Run. Bis jetzt haben wir noch keinen Schaden genommen. Na komm, steh auf. Erstmal hier die Beine, die Arme weg und dann zersäbeln wir den Rest. Na komm schon, gib mir deine Organe. Moment, was haben wir da hinten? Ah, sieh meine an. Easter Egg aus Metal Gear Solid. Die Dinger kennt man ja, diese kleinen Bildchen. Die waren auch damals in den Umkleiden, in den Spinden drin. Eine coole Sache. Oh, wow, wow. Noch eine Welle. Na, meinetwegen. Ich meine, die haben eh keine Chance gegen uns. Gleich mal hier wieder zwei auf einmal. Ach, keine Organe, aber Credits. Organe wären mir lieber gewesen. Andererseits kriegen wir den hier auch so weg. Die Stangenwaffe ist super. Macht richtig viel Damage. Na komm schon, kein Schaden genommen. Würde ich mal sagen. Und wir bekommen wie? Nur ein A? Wir haben wirklich irgendwo Schaden genommen. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Ach ja, hier sieht man mal einen neuen Anzug. Ich habe mal den Sombrero mit dem Poncho gelassen. Fand ich irgendwie cool. Okay, Moment mal. Wir nehmen einmal... Was haben wir hier noch so? Störgranate. Zwei von denen. Ja, die können wir mal mitnehmen. Können wir hier irgendwas finden? Wow! Zwei von denen hier. Ach komm schon, wirklich? Oh Mann, die könnten ein Problem werden. Die Dinger sind schlimm. Die Dinger sind richtig schlimm. Was hat er vor? Wow, 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 wow. Ach komm, wir hauen gleich mal hier so eine raus, wenn wir können. Wir werden hier gerade so in die Mangel genommen. Beide, sehr gut. Was haben wir hier drüben? Was zum Heilen? Na gut, können wir gebrauchen. Bei den beiden hier werden wir auf jeden Fall Heilung brauchen. Und wir gehen wieder ran. Gleich mal hier geblockt. Na, sollen wir noch eine Granate nehmen? Eine hätten wir noch. Der eine geht zu Boden. Ne, der steht noch. Okay, und jetzt wieder hier schön von hinten. Und den nächsten Run. Wow! Hat er eben gerade seinen Kumpel getroffen? Ah, Moment mal, irgendwo hier kommen doch die Raketen. Wenn wir die zerschneiden, dann bekommen wir Energie. Aber keine Energie. Na komm, wenigstens einen müssen wir besiegen. Die nehmen mich ja auseinander. Na also, geht doch. Na komm, ein bisschen. Alles klar, den hätten wir lahmgelegt. Aber er lebt leider immer noch. So, sein Geschütz hätten wir.
Kastration. Yes! Alles klar, ein Problem weniger. Wow! Und Nummer zwei. Ach komm. Noch haben wir eine. Hauen wir sie raus. Yes! Get off. Hui, zwei von denen. Die können schon ganz schön übel werden. Und wir bekommen ein B. Ein mageres B. Aber hier drüben bekommen wir noch Raketen. Immer noch am Leben, was? Alles klar, hier drüben hatten wir noch eine Tür. Oder irgendwas in der Art. Was können wir hier tun? Ach, gar nichts. Aber wir können die hier zerschnetzeln. Das können wir immer. Aus irgendeinem Grund. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Hm. Was haben wir hier? Hier müssen wir hin. Hier drüben hätten wir noch eine weitere Truhe. Gehen wir erstmal zu der Truhe hin. Und wir bekommen, ja, ein paar Punkte. Dann gehen wir erstmal hier hin. Alles klar, holen wir sie weg. Oder sie holen uns weg. Fängt ja super an. Aber hier wieder super mit der Stangenwaffe haben wir die Kontrolle. Die haben gar keine Chance gegen uns. Und jetzt hier schön alle auf einmal. Oh Mann, das Spiel macht so dermaßen Laune. Ich liebe meinen Job. Okay. Dann gehen wir mal rein. Raiders, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Hmm. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know one great cybernetic surgeon. Doctor, but he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them?
They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Oh mein Gott, sie haben mein Auto zerstört. Ich muss zu Fuß gehen. Erstmal hier drüben eine Mission. Irgendwie kann man das Spiel gar nicht immer so ernst nehmen, finde ich. Und ich wusste gar nicht, dass wir Frauen Sohn haben. Rose. In Neuseeland. War mir neu. Okay, erstmal scannen. Bekommen wir hier was? Yep, wir bekommen sogar wirklich was. Ah, gut zu wissen. Wir müssen einmal hier drüben weiter. Wow! Zwei von denen. Ach komm, kein Problem. Die muss man einfach nur ultimativ blocken. Na, den einen hätten wir schon besiegt. Ach, da unten rennen noch ein paar von den Kleinen rum. Na, dann gib mal her. Und jetzt erstmal schauen, dass wir hier gleich den nächsten wegholen. Wow. Tja, somit werden die Kleinen kein Problem mehr. Einmal schön hier geblockt und wir gehen wieder ran. Na, verdammt. In der Gruppe können die schon ganz schön mies werden. Am besten ist es halt eben, wenn man sie alleine als Gegner hat. Können wir gleich mal versuchen. Vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwie hin. Wenn wir ein bisschen weiter weggehen. Nee, der will immer wieder ran. Und der Kleine hier unten, der nervt noch zusätzlich rum. Dann muss es eben so gehen. Wow, der hat eine kleine Waffe in der Hand. Was für ein Schuft. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas können. Raiden, you will find an elevator inside that office. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Wir haben eben gerade schon wieder so einen 3D-Bilderrahmen eingesammelt. Was haben wir hier? Karton mit was drin? Nice hiding spot. Wonder where he learned that from. Ha! Na, sieh mal einer an. Die alten Tricks eben. Na, Mist, wir sollten lieber gucken, dass wir selbst hier im Karton rumrennen. Wo haben wir den denn? Den haben wir hier. Aber der bringt mir jetzt gerade null. Mit meinem Sombrero hier oben. Gefunden. Ich geb's ja zu. Na komm schon, zwei auf einmal. Aber es gibt eh mehr Punkte, wenn man alle Gegner besiegt, habe ich gesehen. Also wenn man die maximalen Punkte haben will, dann sollte man immer offensiv spielen. Alles klar, was haben wir hier? Kein Schaden genommen? Hm. Gar nicht mal so übel. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now.
I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, and of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Aber natürlich.